geht's los! Wie ist das eigentlich passiert? Okay, Kinder, hergehört! Willkommen zur ersten Wissenschaftsmesse. Hier gehen wir einmal die etwas unnormale Entwicklung von Wissenschaft und Technologie durch. Wissenschaft! Wissenschaft! Okay, weiter im Text. Diesen Monat zeigen wir euch die bahnbrechendste Entwicklung von antiken Waffen. Diese Keule hier, gemacht von meinem bescheidenen Vorfahren, war die erste große Veränderung in Militäreinsätzen. Boah, wie langweilig! Tja, dein Stock ist ja ziemlich cool, Kleiner. Aber meine Vorfahren haben die Kriegsvorbereitungen in ganz Europa ganz neu erfunden. Tja, das sind zu neu erfunden? Ha! Meine Nomaden- und Frankenvorfahren haben schon lange vor dir alles... Diese Wissenschaftsmesse ist eine wahre Goldgrube für Waffenrecherche. Und ich habe bereits schon eine Idee. Hör mal zu. Eine Riesenkeule mit kleinen Schwertern dran geklebt. Tja, ich kann nicht sagen, ob das cool ist oder ob du mich verarschen willst. Hey, machst du Witze? Das ist doch mega cool. Wir werden die besten Waffen am... ich meine Wissenschaftsprojekte. Ja, Wissenschaftsprojekte. Fliegende, explodierende, flammende Gegenstände. Sehr interessant. Nun, das war doch wirklich sehr unnötig. Das hier ist eine Wissenschaftsmesse und kein riesiger Waffenschwanzvergleich. Das ist doch dasselbe. Klappe halten, Britannien. Ihr beide gewinnt den ersten Tag für die Erfindung mit der meisten Innovation, Baby! Also echt, ich hoffe, das wird nächsten Monat abgesagt. Das bringt mich doch glatt auf eine Idee. Ziemlich sass. Nun, wir sehen uns dann morgen, mein kleiner Komiker. Ja. Bevor ich recherchiere, muss ich erstmal mein Internet sicherer machen. Und das geht doch am besten mit CyberGhost. Ihr wisst wahrscheinlich bereits, dass ihr beim Surfen im Internet immer den Zugriff auf eure Informationen ausgesetzt seid und überall einen Fußabdruck hinterlässt. CyberGhost VPN bietet hiergegen aber Schutz, indem sie eure IP und Daten verstecken, sodass ihr sicher und anonym surfen könnt, ohne dass jemand weiß, was ihr online tut. Nicht mal CyberGhost selber weiß, was ihr macht. CyberGhost VPN ist ein weltweit führender Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche, der schon seit 16 Jahren aktiv ist, mehr als 38 Millionen Nutzern hat und ganze 5 Sterne auf Trustpilot hat. CyberGhost hat außerdem für jede Plattform eurer Wahl eine App. Egal, ob ihr Windows, Mac, iOS, Android, Linux, ein Smart TV oder sogar eure Spielekonsole benutzt. CyberGhost hat über 8000 verschiedene Server in über 91 verschiedenen Ländern. Also eine Menge Möglichkeiten, um eure Location zu switchen und für eine sichere Internetverbindung zu sorgen. Abseits davon ist es natürlich möglich, dass ihr den VPN auch für Sachen nutzt, wie Streaming und Serien schauen. Es gibt manche Serien, die in Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Und wenn ihr den VPN benutzt, switcht ihr eure Location einfach in das Land, wo diese Serie verfügbar ist und ihr habt Zugriff auf alle weltweiten Serien. Das funktioniert übrigens für 40 Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus. Außerdem ist der Server super einfach zu nutzen, ihr braucht also keine Erfahrung. Auch wenn VPN vielleicht wie etwas klingt, das ihr nicht versteht. Über den Link in der Videobeschreibung und nur über diesen Link in der Beschreibung kommt ihr zu CyberGhost und bekommt 83% auf das 3-Jahres-Abo plus 4 Monate geschenkt. Das sind im Endeffekt 2 Euro im Monat, den ihr für diesen VPN bezahlt. Außerdem habt ihr eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht zufrieden sein solltet. Ein großes Dankeschön an CyberGhost für die Unterstützung an diesem Video. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Wirklich niemand wird die Nützlichkeit meiner Raketen in Frage stellen. Ich werde morgen sicher gewinnen. Schön, ich kann genauso gut Raketen machen, mein kleiner China Boy. Na, das ist aber unartig. Alles klar, Leute, willkommen zur monatlichen globalen militärischen Industriekomplex-Wissenschaftsmesse. Woohoo! Militär! Da unser erster Wettbewerbsort noch repariert wird, halten wir diese Messe heute draußen in der schönen Wüste. Und yep, jeder hat wieder Waffen mitgebracht. Sehr einfallsreich. Oh, die erste Rakete also. Wir nennen es den Feuerpfeil. Ah ja, einer der frühesten Schießpulverwaffen. Eine wirklich großartige Erfindung. Das ist gar nichts. Unsere Missourian-Raketen haben die ganzen Raketenschusswaffen in Europa verändert, weil wir damit auf Britannien geschossen haben.
Ihr wisst schon, dass es auf dieser Wissenschaftsmesse nicht nur um Waffen geht. Du hast uns schon richtig verstanden. Unsere Brown-Bess-Musketen waren jahrhundertelang im Einsatz. Sogar die Amis haben sie benutzt. Ja, yeah, geklaut und gegen euch genutzt während der Revolution. Ich mag das gar nicht, wie du das Ding auf mich richtest. Immer noch sauer, Bro? Mein lieber Junge, das hier ist eine Wissenschaftsmesse. Wir sind hier alle Freunde. Oh, mes amis, eure Stöcke sind ja richtig putzig. Aber Frankreich hat das ultimative Akkord erfunden. Die Port-Rebé. Wow, verdammt. Rauchloses Schießpulver. Nicht schlecht, mein Freund der Revolution. Mit diesem Schießpulver haben wir die Waffen revolutioniert. Kein dummer Rauch mehr überall. Ich zeig euch eine Revolution. Wie wär's mit dem ersten Maschinengewehr der Welt? Oh, ja. Die Villa Pose M1915. Nicht so cool wie meine Waffe, aber... Tja, aber unsere Waffe war so berühmt, dass fast alle versucht haben, sie nachzubauen. Deutschland hat diese Waffe sogar geliebt. Warum seid ihr auf einmal alle so nervös? Hey, warte! Wo ist Deutschland? Ja, wo... Da ist er! Ist das ein Nebelwerfer? Verdammt! Ich hätte was Größeres mitbringen sollen. Na, hat's euch die Sprache verschlagen? Merde, ich kenne diese Geräusche. Willkommen, meine Freunde. Also, ich glaube nicht, dass das ein reines Wissenschaftsprojekt ist. Also, hey, Deutschland, was hast du da Schönes? Mamma mia! Hey, nicht mein Volkswagen! Wow, scheiße! Nun, das lief ja wohl nicht so gut. Wer hätte wohl gedacht, dass der Waffenfortschritt aller Länder zu einem globalen Wettrüsten führt, der auch noch jeden in die Paranoia bringt? Oh mein Gott! Ja, nun, wenn ihr vielleicht keine Waffen zu einer Wissenschaftsmesse mitgebracht hättet, würdet ihr jetzt nicht alle so aussehen. Okay, jetzt präsentiere ich meins. Wie auch immer, ist mir egal. Deutschland gewinnt für diesen Monat. Wir sehen uns morgen zur finalen Messe. Bitte sprengt nicht außersehen den Planeten. Aber ganz richtig, mein kleiner Wiener Schnitzel, kniet nieder vor dem Sieger. Ich muss einfach noch viel größer denken. Amerika, wir haben einen Vorschlag für dich. Was zum Teufel hackt ihr dieses Mal aus, ihr kleinen Verräter? Und danach? Ja, ja, wir werden es ihnen alle zeigen. Dieses Spiel kann ich auch spielen, mein Freund. Jupp, okay, finaler Monat der GIMK-Messe und wir sind alle heute hier mitten im Pazifik, weil die Leute von der letzten Location uns nicht wiederhaben wollen. Und zwar wegen existenzieller Angst. Existenzieller was? Ich bin sicher, wir haben alle aus den letzten beiden Male gelernt und... Ja? Du hast vollkommen recht. Oh gut, dann kannst du uns das ja erklären. Hä? Die Lektion. Oh, ich habe eigentlich keine Ahnung. Du hast gesagt, wir hätten alle davon gelernt und ich wollte nicht so aussehen, als ob ich keine... Kein Problem. Du musst nicht so tun, als ob du es nicht verstehst. Es ist keine Schande zu fragen. Oh, richtig. Das stimmt dann wohl. Die Lektion ist, wenn wir uns alle nur darauf fokussieren, neue krasse Waffen zu erfinden, weil wir den anderen kein Stückchen vertrauen, wird die Welt nur noch gefährlicher und wir können nicht frieden... Was geht ab? Sein Name ist Little Boy. Was? Hab keinen Bock mehr, nicht mehr zu gewinnen. Also habe ich eine Bombe gebaut, die komplette Städte zerstören kann. Jetzt kann niemand mehr mich oder meine Freunde angreifen. Und jeder ist überall zu jeder Zeit in Sicherheit. Oh Mann. Okay, alles klar, du hast gewonnen. Vollkommen richtig habe ich gewonnen. Und das habe ich ganz alleine geschafft. Oh, komm schon. Na schön. Du gewinnst, die Messe ist vorbei. Was? Keine Demonstration? Ich hab doch nicht umsonst mit Hilfe Sushi Japan in eine günstig gelegene Insel gelockt, wo ich ihn leicht treffen kann. Was? Und schon geht's los!
habe ich gewonnen, oder? Ich habe gewonnen, ihr Loser. Das ist schrecklich. Ja, das ist komplett auf die falsche Schiene geraten. Oh, nicht so schnell, mein verräterischer Freund. Ihr wollt mich doch verarschen. Das wird nicht gut enden. Keine Sorge, Kameradin. Ich bin nur hier, um euch zu informieren, dass ich gewonnen habe. Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Das hier sollte eine Wissenschaftsmesse sein und nicht ein Wettrennen der Großmächte in einem nuklearen Krieg. Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Special Jet Engine. 800 Mal stärker als die Kraft von deinem Little Boy. Ach ja? Wie wär's damit? Die B-41. 25 Megatonnen! Ach ja, darf ich bekannt machen? Die Zar-Bomba! 50 Megatonnen! 3000 Mal stärker als dein kleiner Little Boy! Bitte hört auf! Können wir sie denn nicht einfach disqualifizieren? Ich bin nicht der Präsident der Country Balls. Unglücklicherweise. Das können nur die, Bürger entscheiden. Das stimmt. Vielen Dank auch an CyberGhost. Checkt den Link in der Videobeschreibung aus, wenn ihr eine sichere und stabile Internetverbindung haben wollt. CyberGhost bietet euch vollen Zugang zu beschränkten Inhalten im Internet an. Und das für nur 2,03 € im Monat. Vielen, vielen Dank für den Support und wir sehen uns im nächsten Video.